Hallo ihr Lieben, ihr seid wieder auf dem Kanal auf ins Daniland gelandet und heute machen wir mal ein Video, wo wir kein Bild vorstellen. Es hat aber mit Diamond Painting zu tun. Wir waschen Steine. Ja, ihr habt richtig gehört, wir waschen Steine. Und zwar passiert es mal, dass man ein Bild hat. Ich habe euch, glaube ich, auch schon das ein oder andere vorgestellt, wo die Steine staubig aussahen in den Tüten. Ich hatte jetzt erstens keine Lust, Steinchen rauszusuchen, die staubig sind. Und zweitens wollte ich zwei verschiedene Sachen testen, um Steinchen zu waschen. Und da habe ich gedacht, damit die gleichen Bedingungen sind, machen wir jetzt Steinchen gleich staubig. Und zwar habe ich hier ein Glas mit ein bisschen Mehl drin. Und keine Angst, das ist keine Lebensmittelverschwendung, sondern das ist Mehl, was ich vom Backen über hatte. Das heißt, da sind auch Teigreste leichte mit drin. Das heißt, da ist dann auch Fett von der Margarine und so drin. Ich überlege gerade, was habe ich denn da gebacken? Ich glaube, ein Brot hatte ich gebacken. Nein, Buddy, du kommst jetzt nicht auf den Tisch. So, und hier habe ich ein Glas mit Restesteinchen. Und zwar ist es bei mir so, die Steinchen von Sachen, wo keine DMC-Nummern drauf sind, die kippe ich hier rein. Da bin ich dann doch zu faul, die nach Farben zu sortieren irgendwie. Und ich finde, es sieht auch schön aus, wenn das so steht. Normal steht das hier bei mir in meinem Paintingzimmer, so im Hintergrund. Und wir kippen jetzt einfach mal die Steinchen da rein. Na, so. Machen den Deckel drauf und machen die Steinchen schön dreckig. So, und dann habe ich hier einmal die Methode Teesieb mit Spüliwasser. Das testen wir gleich. Und dann habe ich hier, da ist jetzt noch kein Wasser drin, dieses Teil bei AliExpress gekauft. Ich habe da jetzt schon mal Batterien reingemacht. Ja, ihr hört richtig, da sollen Batterien rein. Das Ganze hat dann hier Noppen und einen Saugnapf und einen Schalter. Und man kann es aufklappen, aber wir haben keine Bedienungsanleitung. Das heißt, wir können jetzt testen, bis wir blöd werden, um rauszufinden, wie das funktioniert. Die Verarbeitung ist so lala. Hier haben wir gerade, hier auch, also mein Vater würde da schon wieder sitzen mit einem Skalpell und würde das schön glatt machen. Und auch hier die Verarbeitung sieht nicht schön aus. Ich habe die zwei angegebenen Batterien in der richtigen Größe da mit Ach und Krach beide nebeneinander reingekriegt. Das war sehr anstrengend, sehr stramm sitzen die da drin. Aber ich halte das mal ins Mikro, also man hört was. Das Ganze scheint Vibrationen zu erzeugen. Ja, damit wir auch hier gleiche Bedingungen haben, fülle ich hier mal ein bisschen Wasser um. Also wir haben jetzt hier die exakt gleiche Mischung drin wie hier, ne? So, jetzt habe ich natürlich nicht bedacht, dass die jetzt extrem dreckig sind, die Steine. Wartet mal, wir kippen die jetzt mal mit dem ganzen Mehl in dieses Schiffchen. Oh, okay. Da kommt schon alles wieder raus. Das war ein bisschen viel. Ja. Und hier ist tatsächlich noch ein bisschen Teig. Zack. Okay. Ja, habe ich mir ja was ausgedacht. So. Käthe, was ist? So, ich mache das jetzt so, dass ich hier schon mal ein bisschen Mehl absiebe und die Steinchen da reinmache. Und das gleiche mache ich mit den anderen auch, sodass die ungefähr gleich dreckig sind, aber halt nicht komplett. Also, wie ihr seht, ist da noch ein bisschen Dreck drin, ne? So, also die Steinchen waschen wir hier, indem wir per Hand mit Muskelkraft
das Ganze schwenken. Und hier machen wir den Motor an. Passiert da überhaupt was drin? Also, ich weiß ja nicht, ob ihr das von da oben erkennen könnt. Aber ich glaube, die Steinchen bewegen sich null. Ja, doch ein bisschen. Wie lange müssen die da jetzt rein? Also die Steine aus meinem Teesieb sehen schon wieder sauber aus. Ich streiche die jetzt hier mal glatt. Die habe ich hier liegen, ne? Könnt ihr das sehen? Gut, da sind jetzt noch ein paar drin. Ich mache mal die nächste Rutsche da rein. Da das Sieb jetzt nass ist, kann ich jetzt, wenn ich schüttel, da keine Reste abschütteln. Jetzt muss ich den kompletten Dreck quasi abwaschen. Ich habe vielleicht auch ein bisschen viel Spüle reingemacht, weil das schäumt sehr stark. Aber gut. Oh ja, es ist jetzt viel Schaum. Viel, viel Schaum. Wer von euch musste denn tatsächlich mal Steinchen waschen, weil die so dreckig waren, dass ihr die nicht legen konntet? Weil ich hatte mal ein Bild, da habe ich schon gemerkt, dass die, da waren die schwarzen Steine bei einem Bild sehr staubig. Da habe ich schon gemerkt, dass ich halt quasi mehr Wachs gebraucht habe. Weil, wenn die Steine sehr staubig ist und ihr quasi den Wachs auf das Steinchen drückt, dann klebt ja auch der Staub dann am Wachs fest. Und dann braucht ihr halt schneller neuen Wachs. Aber das ging eigentlich. Also ich hatte die dann nicht gewaschen. So, aber die, die ich jetzt hier von Hand gewaschen habe, die sehen schon wieder gut aus und sind auch relativ schnell trocken, wenn man die hier so drauf ausstreicht. Und normalerweise macht man das ja dann nur mit einer Farbe. Und die Frage ist, wie man die dann von diesem Tuch dann schnellstmöglichst wieder zurück in Behälter befördert, aber auch das testen wir gleich. So, jetzt gucken wir mal hier unsere Waschmaschine an. So, jetzt haben wir die aber hier drin. Die müssen wir ja irgendwo wieder rauskriegen, ne? Da brauchen wir ja eigentlich auch ein Sieb für. Es ist ja dann eigentlich... Leute, kauft dafür 1 Euro so ein Ding. Wo habe ich denn das her? Ich glaube, bei Teddy gekauft. Ich meine, das habe ich euch in einem meiner allerersten Videos mal gezeigt. Und dieses schöne Waschmaschinchen ist, glaube ich, unnötig. Käthe, hörst du mal auf zu meckern? Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Also ihr passt gerade irgendwas nicht. Ich weiß was. Käthe sitzt da drüben an der Wand auf dem Schaukelstuhl. Und die Luna, die sitzt hier in der Tür und kaut auf den Knochen. Der Buddy sitzt im Flur und weint und Käthe sitzt hier auf dem Schaukelstuhl und motzt. Und Luna hat den Knochen und freut sich. Ja, so ist das hier. In unserer Dackel-WG nur rumgemecker. Ja, dann werde ich mal weiter die restlichen Steinchen waschen. Ich habe wohl ein bisschen zu viele da reingemacht. Wartet mal. Und die, die wieder gut sind, die
trocknen relativ schnell tatsächlich hier auf dem Küchentuch, beziehungsweise auf dem Küchenhandtuch, Geschirrhandtuch, was weiß ich. Oh, Buddy! Die werde ich mal wieder irgendwie versuchen, zurück in dieses Glas zu füllen. Ja, wie jetzt am besten. Da würde sich natürlich auch die Sockensaugmethode anbieten. Das Problem aber ist hier, wenn ich jetzt mir den Staubsauger nehme und da eine alte Strumpfhose drüber mache, also so eine feine Nylonstrumpfhose, und das damit dann aufsauge, wie man das machen würde, wenn einem jetzt Steinchen auf den Teppich fallen. Das klappt ganz gut, das habe ich schon getestet. Da haben wir hier das Problem, dass ich dann ja das ganze Tuch mit ansaugen würde. Also probieren wir was anderes. Und zwar nehmen wir ein Schiffchen und kratzen uns die da so rüber. Mal gucken. Yay! Das funktioniert! Guckt mal, es funktioniert! Ja, süßer Mann. Buddy weint. Dann geh doch hin und nimm mir den Knochen weg. Und macht Buddy aber nicht. Buddy ist ein lieber Dackel. Also wenn er den Knochen schon hat, ja, und es kommt dann von den Mädels einer und will den haben, dann knurrt er auch. Dann sagt er, ey, das ist meiner. Aber wenn einer von denen den hat, als erstes hat, dann weint er nur, weil er den haben möchte. Und es bringt jetzt auch nichts, jedem einen Knochen zu geben. Die kloppen sich dann sowieso nur um den einen einzigen. So, den Rest suche ich hier jetzt so ab. Also wie gesagt, es ist eine Methode, die funktioniert. Dauert halt. Und ich denke mal, zeitaufwendig, also wenn man das jetzt berechnet, die Zeit, ich tausche dann lieber ein paar Mal mehr den Wachs im Stift, weil Wachs hat man eh genug, als dass ich jetzt mir die Arbeit mache und die Steinchen wasche. Es kommt wahrscheinlich auch tatsächlich einfach drauf an, wie die verschmutzt sind. Weil manche sind ja auch, habe ich gehört, hatte ich selber noch nicht, von der Produktion so ölig. Und dann würde das wahrscheinlich tatsächlich Sinn machen. Joa. So, dann wollen wir mal die nächste Fuhre. Und ja, also wie gesagt, hier ist das halt das Problem, dass man die dann ja noch absieben muss. Also ich habe gedacht, ich kaufe das mal, weil ich fand das irgendwie, ja, Spielerei. Mehr ist es nicht. Und dann noch eine Spielerei, die eigentlich gar nicht funktioniert. Vielleicht habe ich es aber auch falsch gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht muss man, Wasser wird man doch reinmachen müssen, oder? Weil wie will man die sonst sauber kriegen? Ist ja nicht wie bei diesen Schmuckdingern, wo das per Ultraschall, obwohl du bei den Schmuckdingern machst du ja auch Wasser rein. Die gehen wahrscheinlich davon aus, dass man dann noch ein Sieb nimmt, dass man das dann eh mit einem Sieb abkippt. Aber dann kann man es ja eigentlich gleich mit einem Sieb sauber machen. Wobei jetzt auch hier mir gerade passiert ist, das sieht man jetzt nicht, weil hier so viel Schaum drin ist, dass mir hier ein paar Steinchen rumschwimmen. Ha, eingefangen. Da, eingefangen, guck mal. Die waren da nämlich eben nicht drin. Da war nämlich leer. Weil hier klebt nämlich noch so ein bisschen Brotteig. Und machen wir mal hier hinten hin. Und dann ist das nämlich nicht ganz zugegangen. Und dann sind ein paar Steinchen abgehauen. Naja, so. Dann will ich mal noch ein bisschen hier Wäsche waschen. Steinchen waschen. Und
hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen, ein bisschen geholfen, ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, was weiß ich, unterhalten. Die Videos sollen ja in erster Linie unterhalten, denke ich mal. Vielleicht guckt ihr die auch, wie ich das immer mache, nebenbei beim Painten. Dann hoffe ich, ich kriege von euch einen Daumen nach oben und vielleicht sogar ein Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.